Von Küchenabfällen zu Kompost oder Dünger, das nenne ich Upcycling vom Feinsten. Und das verdanken wir zu großen Teilen den Regenwürmern, genauer gesagt den Kompostwürmern. Unermüdlich sind sie im Einsatz und ich finde sie echt faszinierend. Schön, dass du mit dabei bist bei Gabis Garten. So, den Salat noch ein bisschen klein machen und die Gurke und dann alles ein bisschen einarbeiten. Und dann freue ich mich schon, geht's bald los. Ich bereite hier gerade alles vor für meine neuen Mitbewohner. Ungefähr 500 Stück. Ja, genau, 500 Kompostwürmer. Ich habe mir Kompostwürmer bestellt und diesen sogenannten Wurmbag. Und darin sollen die jetzt heute einziehen und dürfen darin meine Küchenabfälle in Wurmhumus umarbeiten. Mein Papa hat schon vor 40 Jahren Kompostwürmer bestellt und in seinen Kompost in den Garten gemacht. Daran kann ich mich noch erinnern und die haben wirklich grandiose Arbeit geleistet. Das war wunderbarer Humus-Kompost nachher für die Gemüsebeete. Und heute kann man das natürlich immer noch machen, den Kompost im Garten, selbstverständlich. Man kann aber auch in der Wohnung kompostieren. Es gibt Wurmboxen und Wurmfarmen und gibt alle möglichen Namen dafür und alle möglichen Behälter, die man sich bestellen kann oder auch selber bauen und in die dann solche Kompostwürmer reinkommen. Und die verarbeiten dann die Küchenabfälle in Wurmhumus. Und das ist grandios, nicht nur für die Gemüsebeete im Garten, sondern vielleicht hast du ja auf dem Balkon Gemüse in Töpfen, auch dafür oder auch manchmal für manche Zimmerpflanzen. Also ich freue mich auf jeden Fall total über die Kompostwürmer und überhaupt finde ich Regenwürmer, da gehören die dazu, unheimlich spannend. Es gibt über 40 Arten Regenwürmer in Deutschland und ja, mit so am bekanntesten außer den Kompostwürmern sind die sogenannten gemeinen Regenwürmer oder manche sagen auch Tauwürmer. Das sind die eher großen, die man so im Garten beobachten kann. Ich gehe gerne mit der Stirnlampe abends eine Runde ums Haus durch den Garten und guck mal, was da so alles unterwegs ist und wer da so alles kreucht und fleucht. Und wenn gerade im Frühling eine Regennacht ist, dann lassen sich sehr gut diese großen Regenwürmer beobachten. Die hängen dann aus ihrem Gang raus. Die graben ja Gänge bis zu 3 Meter tief. Und wenn es feucht ist, dann hängen die gerne da raus, manchmal so lang. Und wenn dann meine Stirnlampe drauf leuchtet, ziehen sie sich blitzschnell zurück. Und in ihren Gang, weil der Gang, der fällt nämlich nicht zusammen, sondern die verdichten den kleiden den aus mit Sekreten und so bleibt der unter der Erde erhalten. Und die haben sogar Plätze, wo sie dann ruhen und sie sind total wichtig für unseren Boden. Gerade durch diese Gänge kann zum Beispiel der Regen besser abfließen. Der Boden ist insgesamt besser durchlüftet, lockerer, nicht so verdichtet und die Pflanzen können besser wachsen. Allen Pflanzen tut das gut. Und spannend ist, die ziehen, wenn du mal ganz genau guckst, wenn du weißt, wo so ein Regenwurm mal rausgeguckt hat in deinem Garten vielleicht, dann siehst du manchmal das Laub, was wie so ein kleines Häufchen da oben drauf ist. Und die ziehen Laub so ein Stück rein oder auch anderes Material, was da liegt, und dann verfuttern sie das. Also ich finde die total spannend. So. Jetzt ist hier alles vorbereitet und meine Kompostwürmer können einziehen. Es sind in so einer Kiste gekommen. Hallo. Sobald das Licht drauf scheint, ziehen sie sich in ihr Substrat zurück. Also richtig viel sehen kann man nicht, aber ich schütte die jetzt gleich mal hier rein. Und dann können wir sie beobachten.
Ui, wow. Boah, toll. Da sind ja richtig große Würmer mit dabei. Große und kleine. Und wahrscheinlich auch Kokons. Guck mal, das ist hier euer neues Zuhause. Mal ganz vorsichtig ein bisschen verteilen. Und die suchen sich dann ihren Weg in das Substrat. Wow. fünfhundert neue Mitbewohner. Ich gucke mir mal einen genauer an. Na komm. Ich will dich hier auch nur ganz vorsichtig. Ah, guck mal. Ich mache mal ein bisschen die Erde weg. Die zwei, die paaren sich gerade. Regenwürmer sind Zwitter, das heißt, sie haben alle männliche und weibliche Fortpflanzungsorgane. Und für den Paarungsakt verbinden die sich quasi hier mit so einer, an einer Stelle mit so einem Ring. So, dann dürft ihr jetzt gleich hier wieder zurück. Dann gucke ich mir einen anderen Wurm nochmal näher an. Ich habe mich für die Wurmkiste hier drin entschieden, weil ich zum einen gerne die Würmer beobachten möchte, aber auch weil sie draußen so wahnsinnig viele Fressfeinde haben. Alle möglichen Vögel, Spitzmäuse, Maulwürfe und es sei ihnen natürlich auch gegönnt, sich davon zu ernähren. Aber ich würde gerne einfach, dass sie meine Bioabfälle umarbeiten. Und wenn es richtig, richtig viele sind, dann gebe ich natürlich auch gerne wieder welche raus in den Kompost. Jetzt gucken wir mal einen genauer an. Die sind nämlich total spannend, wie die sich fortbewegen, finde ich. Guck mal. Mach mal ein bisschen die Erde weg. Sorry, ich muss dich mal kurz ein bisschen angießen. So, das kann man nur nicht sehen. Hier kann man total schön sehen, wie die sich fortbewegen. Regenwürmer haben zwei Arten von Muskeln. Einmal die Ringmuskeln, die sind in so Ringen um den Körper rum. Und dann haben sie noch Längsmuskeln von vorne nach hinten. Und wenn sie vorwärts gehen, ziehen sie erst die Ringmuskeln zusammen, dann werden sie so lang. Und du siehst, das macht nicht der ganze Wurm, sondern das ist so in Abschnitten. Und wenn es dann weitergeht, dann ziehen sie die Längsmuskeln zusammen und werden wieder dicker und so bewegen sie sich vorwärts. Spannend, oder? Genauso bewegt sich auch der gemeine Regenwurm im Erdreich weiter. Wenn er auch ganz durch ganz verdichtete Böden sich bohrt, macht er erstmal seinen Kopf ganz klein und schmal, indem er die Ringmuskeln da vorne zusammenzieht. Und dann zieht er die Längsmuskeln zusammen und macht sich dick und stemmt dann damit die Erde auseinander. Und so kann er sich fortbewegen und seine Gänge graben. Total spannend. Die Regenwürmer gehören so mit zu den stärksten Tieren der Welt, weil sie im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht solche Kräfte haben. Ist doch cool, oder? Ja, ich meine, stärkste nur im Verhältnis zum Körpergewicht. Hier diese Kompostwürmer haben ungefähr bis zu 0,4, 0,5 Gramm Gewicht. Also sind eher Leichtgewichte. So, dann kommst du mal hier wieder zurück. Magst du ja nicht so gerne hier am Licht zu sein. In so einer Wurmbox
oder Bag hier, was ich jetzt hier habe, ist natürlich wichtig, auf die entsprechenden Bedingungen zu achten. Es darf nicht zu feucht sein und nicht zu trocken sein. Es darf nicht zu warm und nicht zu kalt sein. Also die Würmer, die Kompostwürmer, die lieben eine Temperatur zwischen ungefähr 15 und 25 Grad. Das ist so ihre Wohlfühltemperatur. Wenn es kühler wird, dann sterben sie jetzt noch nicht gleich, aber dann geht die Produktion, also dann setzen sie nicht so viel Kompost um. Und je nachdem, wenn man sie draußen stehen hat, so eine Box, da muss man sie natürlich im Winter dann schützen. Aber ist auch kein Problem, das so zu machen. Ich habe dir ja schon erzählt, dass die Regenwürmer und auch die Kompostwürmer Zwitter sind. Und wenn sie sich verpaart haben, dann streifen sie sogenannte Cancans ab. Und ich habe gelesen, dass Kompostwürmer bis zu 140 Cancans in so einer Paarung, dass da entstehen können. Das heißt also bis zu 140 Würmchen. Keine Ahnung. Ich will mal gucken, ob ich da auch Cancans drinne finde, in dem Substrat mit meinen Würmern zusammen. Spannend finde ich auch, dass in so einer Box ist ja, könnte man ja denken, ui, ist es irgendwann mal eine Überpopulation an Kompostwürmern, aber nein, die passen sich den Gegebenheiten an. Die passen sich also der Futtermenge, dem Platz und den Bedingungen an. Und wenn sie sich wohlfühlen, dann können in meiner Bag hier in einem Jahr aus den 500 Kompostwürmern ungefähr 500, ungefähr 4000 werden. Das ist natürlich eine Menge. Ich muss mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, die weiter zu beobachten. Ja, was fressen Sie? Ich mache mal das Substrat noch ein bisschen, breite ich noch ein kleines bisschen aus. So, am Anfang wollen Sie erstmal Ihr neues Zuhause erkunden. Die sollen wohl recht neugierig sein. Deshalb ist es auch gut, wenn man das dann zumacht und erstmal nur wenig füttert. Also die lieben offensichtlich Gurke. Ich habe ein bisschen Salat klein geschnitten, Teeblätter, Kaffeesatz, ein bisschen Pilze, noch ein paar Schnipsel von rote Beeteblättern, ganz viele Küchenabfälle, am besten erstmal klein geschnitten, weil die Kompostwürmer oder überhaupt die Regenwürmer haben ja gar keine Zähne. Sie arbeiten sehr komplex mit Mikroorganismen zusammen und die verdauen das sozusagen vor und dann können die Regenwürmer das aufnehmen. Also verteile ich das jetzt einfach hier wieder drauf. Und freue mich schon total, die weiter zu beobachten. Dann erkundet mal gut euer neues Zuhause. Ich freue mich total auf euch. Und ich hoffe, euch schmeckt das Essen, was ich euch hier gemacht habe. Ich habe es extra klein geschnitten. Schön.